Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum einen ganz neuen Let's Play-Projekt von mir. Und zwar, ihr seht es, wir spielen heute gemeinsam Spider-Man The Movie Game. Ja, Leute, endlich kann ich euch für euch das Let's Playen. Endlich kann ich das für euch Let's Playen. Meine Güte, wie lange habe ich daran gearbeitet, bitteschön? Denn ich habe ja erst versucht, mit dem PS2X-Emulator zu versuchen, aber leider hat das nicht so richtig geklappt, weil mein Laptop kann es irgendwie nicht so mit der guten Qualität, das, ich sag mal, zu spielen. Und dann habe ich das Spiel nämlich auf den PC geholt, aber man kann es irgendwie nicht installieren, weil da fehlt irgendwas, so ein Programm, je nachdem. Leider auch das fehlgeschlagen und jetzt habe ich es endlich geschafft mit meiner Elgato Game Capture Card, mit meiner PlayStation 2 Konsole, mit so einer HDMI-Splitter und Adapter zu verkabeln und jetzt habe ich das geschafft mit einer guten Qualität. Ja gut, das ist jetzt keine 4K oder 1080p Qualität, aber halt jedenfalls muss es, ist eine angenehme Qualität, was man auch anschauen kann, was ich auch echt gut finde. Und ja, wie gesagt, wir spielen das Ganze auf der PlayStation 2 und ich würde sagen, wir spielen direkt ein neues Spiel. Und bin echt froh, wenn ihr auch mit der Start klart, weil dieses Spider-Man-Spiel, Leute, dieses Spider-Man-Spiel ist sozusagen mein erstes Spider-Man-Spiel gewesen, damals, als ich ein kleiner Junge war. Und ich bin ein Riesenfan der Sam Raimi-Trilogie und Tobey Maguire ist für mich immer noch mein Lieblings-Spider-Man. Nun gut, Leute, ich würde sagen, starten wir die Sam Raimi-Trilogie, besser gesagt die Tobey Maguire-Spider-Man-Trilogie. Los geht's! So fängt meine Geschichte an. Mein Onkel Ben und meine Tante May erzogen mich wie ihren eigenen Sohn. Allerdings hatten wir nie viel Geld. Ich dachte, meine Kräfte könnten das ändern. Das letzte Mal, dass ich Onkel Ben lebend sah, stritten wir uns. Den Frust ließ ich an Bonesaw im Ring aus. Mann, war ich schnell. Das reicht jetzt aber! Allerdings hinterging mich der Veranstalter. War dann auch nicht mein Problem, als man ihn ausraubte. Henry, kommen. Rückruf bezüglich 10:30 und des gestohlen gemeldeten Fahrzeugs von der 42. Oh nein. Verdächtiger vermutlich Mitglied der Skull Gang. Er ist bewaffnet und gefährlich. Onkel Ben. Ermordet. Ich werde den Mörder finden. Peter Parker kann hier nichts ausrichten. Aber was Spider-Man kann, steht auf einem anderen Blatt. Das hier ist das Gebiet der Skulls. Ich werde den Mörder finden und wenn ich jeden Skull einzeln auseinandernehmen muss... Ja, und so beginnen wir dieses fantastische, geile Spider-Man-Spiel. Ach Leute, ich sag euch jetzt schon mal, Kindheitserinnerung, einfach nur Kindheitserinnerung. So, und ich weiß, hier ist so eine goldene Spider-Man oder eine Spinnensymbol. Und wenn wir die einsammeln, seht ihr selbst, wir bekommen neue Kombo-Fähigkeiten. Nun gut, ja, wie der Titel auch eigentlich verrät, wir spielen einfach quasi dem Film nach. Und jetzt müssen wir erstmal ein paar Schurken erledigen. Bist du vom Zirkus? Besser gesagt, Straßenschläger. Oder auch eine Gang. Die sich halt die Skrulls nennen. Hey, du! Oh. Sie wussten nichts. Aber ich fange ja auch erst an. Wir sind natürlich immer noch auf der Suche auf den Mörder von unserem Onkel Ben. Ich
Kuckuck. Und wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Da bist du. Was soll der Aufzugspinner? Noch eine Niete. Egal. Irgendeiner von diesen Pennern wird mir schon antworten. Das wird er bestimmt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja damals auch Spider-Man für die PlayStation 1 Let's Played und dieses Spiel erinnert schon ein bisschen von der Bauweise etwas ähnlich wie das Spider-Man PS1 Spiel, weil wir haben hier auch unten rechts einen Spidey-Kompass, der zeigt uns quasi die Richtung, wo wir hin müssen und auch das Schwing ist so ein bisschen ähnlich aufgebaut, aber nur ein bisschen. Das Einzige, was hier gleich ist, ist natürlich noch die gleiche deutsche Synchronstimme. Genau die gleiche Stimme, was auch in dem PS1 Spiel und auch in der Spider-Man 90er Trickserie, was ich auch damals geschaut habe. Es lief damals früher in Kabel 1. Ich glaube, viele würden das jetzt als ein kleiner Kritikpunkt nennen oder geben, dass man hier halt nicht den gleichen Synchronsprecher hat wie aus dem Film. Aber das kommt noch, Leute. Das kommt erst im zweiten Teil. Allmählich komme ich in Fahrt. Der Mörder wird mir nicht entkommen. Bist du vom Zirkus? So denken, ich bin vom Zirkus. Soll halt mal die Schnauze halten. Oh, fit. Er hat eine Knarre. Jemand hat heute einen alten Mann erschossen. Es war ein Skull. Wo ist der? Ich sag's nicht. Der bringt mich um. Und was glaubst du, werde ich tun? Ah, nicht! Der Typ, den du suchst, heißt Spike! Er wird im alten Lagerhaus sein. Das ist unten am Fluss. Mehr weiß ich nicht. Danke. Alles klar, geh zum Lagerhaus. Nun gut. Wir wissen Bescheid. Dann sollten wir uns auch dorthin schwingen. Versteht ihr? Weil wir sind Spider-Man. Wir müssen jetzt auch gleich da sein. Genau. Das ist schon das Ziel. Scheint, als ob die Cops bald hier sind. Die können kriegen, was ich übrig lasse. So, damit haben wir schon das erste Level abgeschlossen. Ging ja eigentlich auch flott. Und ja, ihr seht, dieses Spiel basiert ja auch nur auf Levels und nicht mit Open World. Nee, das kommt erst im zweiten Teil. Und das persönlich stört das mir auch ganz und gar nicht. Das gefällt mir sogar. So, speichern würde ich lieber nicht machen. Ich würde immer speichern, wenn ich auch dann die Folge beende. Und da wir ja noch genügend Zeit haben, schlage ich vor, wir machen jetzt mal direkt mal weiter. Warum ist diese Tür offen? Mann, sowas Unvorsichtiges. Die Cops können jederzeit aufkreuzen. Nun gut, da sind wir nun. Fange Onkel Bens Mörder. Und hier haben wir ein Fragezeichen. Siehst du die Bereiche, die voll im Schatten liegen? Solange du dich an Stellen aufhältst, die so dunkel sind, bist du für deine Feinde nicht sichtbar. Alles klar. Ja, die ersten zwei Levels sind einfach auch quasi wie Tutorials-Level. Dort wird uns einfach auch geklärt, was gemacht werden muss, aber nur, wenn man halt dieses Fragenzeichen-Symbol einfach einsammelt. Und ich habe wieder neue Kombo freigeschaltet. So, hallo Jungs. Man hat dich entdeckt. Ja, was für ein Wunder. Der Freak will mit... Ja, ich will mal mit euch spielen. Eher was anderes, ich will euch schlagen. Hey, du! Hattest du die Kopfnüsse bestellt?
Das ist auch irgendwie ziemlich geil. Wir können hier halt die Gegenstände einfach hochheben und die schmeißen. Wer ist das? Ich bin die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Du hast die Jungs verprügelt? Wie peinlich. Ich liebe irgendwie auch halt diese Zwischenkommentare, was die hier so alles sagen. So, Moment, was haben wir hier? Einige Objekte kannst du aufheben und werfen. Wenn du bei solchen Objekten die Schlagtaste drückst, hebst du sie auf. Drück die Schlagtaste noch einmal und du wirfst. Mit der Tritttaste wirfst du den Gegenstand sofort. Alles klar, ja, aber das haben wir schon von alleine herausgefunden. Aber ich finde es persönlich echt nett, was die hier reingepackt haben. Du kannst Gegner einspinnen, indem du die Dreiecktaste gedrückt hältst. Sie sind dann für eine Weile bewegungsunfähig. Sie können sich aber freikämpfen, pass also auf. Ja, und diese blaue Spinnensymbole sind einfach für die Netzflüssigkeit, weil ihr seht ja oben links, seht ihr mal halt meine Lebensanzeige und auch die Netzanzeige. Also halt, wenn ich jetzt einfach Dreieck drücke, spritze ich hier ein Netz ab. Damit kann ich halt die Gegner festbinden. Und wenn ich einfach dieses blaue Spinnensymbol einfach einsammle, bin ich wieder voll. Bleib stehen, du Mörder! Hä? Was zum... Lasst ihn nicht durch! Klar, Boss, der kommt hier nicht rein. Was soll der Aufzugspinner? Oh je, oh, ey, hey, wird nicht geschossen. Knarre weg. Ihr werdet nicht geschossen, meine lieben Freunde. Es ist heute genug ein Mensch gestorben. Ach komm, zisch ab. Okay, wie komme ich denn jetzt hier hoch eigentlich? Tschüss, du Freak. Ich würde sagen, und tschüss, du Vollidiot. Ach so, der lebt ja noch. Ja, dann habe ich ja nichts gesagt, aber trotzdem. Ziemlich blöd von ihm. Wenn du auf dem Boden eine Lüftungsklappe siehst, schau nach oben. Vielleicht ist über dir ein Lüftungsschacht. Lüftungsschächte bahnen Wege zu schier unerreichbaren Bereichen. Achte auf Lüfter in Wänden und an der Decke, okay? Alles klar, ich hab's verstanden. Ich muss unbedingt da durch. Irgendwo muss man doch den Strom abschalten können. Ah, was haben wir hier? So, ein Schalter. Das sollte es gewesen sein. Und jetzt schnapp ich mir Bens Mörder. Okay, ich weiß, hier haben wir jetzt auch noch ein Fragezeichen, aber ich denke mal, ich würde es auch wirklich nicht jeden einzigen Fragezeichen jetzt hier einsammeln, weil es ist auch meist selbstverständlich, was man hier machen muss. Im Schaltpult fehlt eine Sicherung. Ich werde sie zurückholen müssen, wenn ich durch die Tür will. Ja, das war ja dieser eine komische Typ. Der Freak will mit uns spielen. Ey, zwei auf einmal, das geht so nicht. Das ist ein bisschen schon unfair. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Ich muss den Schalter finden. Ja, Spidey, reg dich ein bisschen ab. Man merkt's, er ist schon richtig wütend. Ich meine, klar, das kann man verstehen. Er hat seinen Onkel verloren. Wir haben Onkel Ben verloren. Du bist so tot. Spar dir den Atem. Und ist jetzt ein bisschen voller Wut und Hass. Da muss ich rein. Nur welcher Weg führt dahin? Ah, hier habe ich schon mal den Schalter gefunden. So viel zu dem Thema. Jetzt hole ich mir die Sicher. Du solltest mir dankbar sein, dass ich die Tür zugemacht habe. Spike hätte dich zerlegt. Ach, hinter der Tür hast du eine große Klappe. Die haben ja aber echt wirklich viele, viele... Wer ist das? Was zum Plaudern? Aus dem Weg. Hey, hey, hey. Oh.
So, okay. Mit der Sicherung, und die Sicherung habe ich. Die Sicherung. So, jetzt muss ich irgendwie wieder mal diesen typischen Weg finden, wo ich jetzt gerade gekommen bin. Ah, ich habe schon gefunden. Hier kommt die Sicherung hin. Jetzt habe ich dich. Okay, ach, hier muss ich hin. Nee, ich bin doch von hier gekommen. Ich wollte schon sagen, von hier bin ich doch schon gekommen. Hier muss ich hin. Hey, du. Ey, wo will denn eine hin? Ach, egal. Du vom Zirkus? Hey, kommt jetzt hier die ganze Gang? Na, was sagst du? Oh. Große Worte, Klein. So, jetzt gibt's Saures. Oder Süßes. Ach, ich habe leider keine Süßigkeiten. Tja, dann gibt es wohl nur Saures. Und das nächste Level haben wir jetzt auch geschafft. Sehr geil. Okay, ich sag mal so, rein zeitlich gesehen, könnten wir jetzt auch das nächste Level machen, weil das ist jetzt auch nicht so kurz. Ach komm schon, wisst ihr was, Leute? Wir machen noch das nächste Level und dann werde ich auch die Folge wenden. So, okay, da sind wir nun wieder. Finde Onkel Bens Mörder. Du. Und noch mehr böse Jungs. Will mit uns spielen. Ach, wie viel habe ich von dieser Aussage gehört? Oh, 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 hey, hey, hey. Ich zerleg dich in Stücke. So, Moment mal, ich glaube, hier war irgendwas versteckt. Kann es sein? Nee. Du kannst dich umsehen, wenn du die R3-Taste drückst. Ein grünes Fadenkreuz erscheint, das du mit dem rechten Analogstick ausrichten kannst. Wenn das Fadenkreuz grün ist, bist du in Reichweite deines Netzes. Wenn du die R1-Taste drückst, ziehst du dich am Netz auf den anvisierten Punkt. Drückst du die R3-Taste erneut, verlässt du den Umsehen-Modus wieder. Genau, so, ich drücke jetzt R3 und ihr seht jetzt so ein Spinnsymbol. Und jetzt kann ich das hier machen. Zack! Und schon bin ich rüber. Ich weiß noch damals, als ich ein kleiner Junge war, habe ich immer gefragt, was ist bitte schon L und R3? Ich kannte zwar R, L und 1 und 2. Aber was war immer bitte schon 3? Und dann habe ich irgendwann später gecheckt, wo ich auch nur gesagt habe, wow. Die an. Oh, wow, wow, jetzt will ich irgendwie ein paar bisschen leben. Ah, hier ist, ist das ein... Ah, jawohl. Bist du vom Zirkus? Hattest du die Kopfnüsse bestellt? Hier wird nicht geschossen. Aus dem Weg. Kann den denn keiner aufhalten? Anscheinend nicht. Ich bin einfach zu schnell. Hui, und zack. Und bam. Oh, hier ist ein Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Nicht alle auf einmal. Das war's, Bubi. Hey, ich bin nicht Bubi, ich bin Man. Spider-Man. Ich zerleg dich in Stücke. Na, was sagst du jetzt, Punk? Oh. Okay, soweit, so gut. Und stehst du noch auf? Er steht auf. Und K.O. bist du, mein Freund. So, Moment mal. Ich weiß, hier oben war noch irgendwo Leben. Das sammle ich mir schnell ein. Okay,
Weiter geht's. Nur ist die Frage, wo? Nee, von dort bin ich hier gekommen. Ah, ihr seht schon, es verwirrt auch schon ein. Wenn man hier keine Karte hat. Ist ja meine hat und ich hab. Ach, hier drüben wahrscheinlich. Tatsächlich. So, ich kann das jetzt ganz schnell machen. Und zack, bin ich hier oben. Hab mir den Weg gespart. Oh! Der, wow! Da ist er. Da ist er. Du hast meinen verdammten Onkel getötet. Du mieser kleiner Bastard. Ah, das glaube ich eher nicht. Komm schon, wir haben ihn ja fast. Ich sehe dich. Naja, ich sehe schon was. Jetzt habe ich dich, du Freak. Wo bist du, mein Freund? Ah, da bist du. Ey, ey, hey, nicht weg, aber nicht. Oh Mann, ey. Lass mich in Ruhe. Die Kamera ist auch so ein bisschen nervig. Ey, ey, das war gemein von dir. So, wir haben ihn. Nein, du. Nicht der. Oh nein. Bleib mir vom Hals, du Irrer. Warum habe ich dich bloß nicht aufgehalten, als ich die Gelegenheit hatte? Ich hätte dich aufhalten können. Ja! Und somit haben wir Onkel Bens Mörder aufgehalten und er hat sich anscheinend aus Versehen sich selber getötet. Naja. Gut, aber das wiederum heißt jetzt auch, ich würde jetzt auch die Folge beenden, aber erstmal will ich hier speichern. Denn hier war es damals in der PlayStation 2 Ära immer sehr, sehr wichtig, dass man immer speichern musste. Und zwar manuell. Es gab so wenig Spiele, wo man halt wo die halt automatisch gespeichert haben. So, bitte speichern. Vor allem, ich liebe auch einfach diese Musik hier. So, zurück zum Hauptmenü. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal die erste Folge. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und wie findet ihr dieses Spiel? Habt ihr auch dieses Spiel damals gespielt? Und wie findet ihr das Spiel bis heute noch? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch klar, wenn jetzt nicht mehr das beste Spider-Man-Spiel heutzutage ist, aber dennoch ist es noch für mich so Nostalgie. Erinnert mich halt an meine Kindheit und es bockt wirklich mal, dieses Spiel zu spielen. Okay, Leute, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mit dabei wart und wie es uns halt das Ganze ist, in der nächsten Folge hier bei Spider-Man The Movie Game. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.